Erstmal Erfahrungspunkte ausgeben. Gott, so viel Auswahl. Geisterpunkte. So, Todesstoß. Wechsle direkt nach einem Angriff mit den Gewehrkolben zu Antea, um einen Schlag an... Direkt nach einem Angriff mit dem Gewehr... Ich kann einen Angriff mit dem Gewehrkolben machen? Oder... Aussaugende Verbannung. Wenn ein Gegner erfolgreich verbannt wird, werden 20% der Lebenspunkte wiederhergestellt. Oh. Wechseln direkt nach einem Angriff mit dem Gewehrkolben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Tiefe Spektralexplosion. Wenn ein Gegner mit Spektralexplosion besiegt wird, hinterlässt dies einen Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Oder helfende Hand. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr verringern die Abklingzeit von Manifestationen. Geschützter Schütze. Wenn ein Gegner mit dem Gewehr besiegt wird, erleidest du durch den nächsten Angriff weniger Schaden. Verbannen verursacht bis zu 50% mehr Schaden an Gegnern. Mehr Schaden, je höher die Lebenspunkteanzeige des Gegners gefüllt ist. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Verbannender Schuss. Wenn das Gewehr bei voller Bannanzeige abgefeuert wird, verursacht das Gewehr 300% mehr Schaden. Aber es werden alle Bannpunkte aufgebraucht. Wenn die Geistanzeige voll ist, verringern Reds Angriffe die Abklingzeit von Manifestationen. Ich glaube, entweder der Bannschuss, will ich als nächstes haben, oder das mit dem Verbannen an sich. Was habe ich hier hinter? Gepeinigter Geist. Und der verursacht 25% mehr Schaden, aber alleine 25% mehr Schaden. Phantomsatz verursacht 100% mehr Schaden an Gegnern mit voller Gesundheit. Ist ja meist nur ein Schlag, den man dann gegen den Gegner hat, ne? Einer vorgegebenen Parade zu der, um einen Schlagangriff aufzuführen, wenn der Widerstand ignoriert. Oh Gott. Wir haben natürlich wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten. Okay, machen wir das mal hier mit dem Verbannen. Dass es mehr Schaden macht. Und dann nehmen wir dahinter... Nehmen wir mal hier das mit der Spektralexplosion. Das ist gut. Odo! Schön, dass du da bist. Wie war dein Sonntag? So, Bannringe verbessern. Bannringe verbessern. Uns fehlen noch astrale Knochenfragmente. So, und dann schnelles Reisen. Wir müssen da hinten hin. Und da waren wir zuletzt. Da gehen wir hin. Gott, was hast du denn getan, Modo, dass du vollkommen vom Sport erschöpft bist? So, jetzt sind wir hier. Ich denke, wir sind gut ausgerüstet. Ja. Und los geht's. Du hast Sport gemacht. Ja. Aber was für Sport? Würde mich ja mal... Kannst du interessieren. Okay, was ist das hier? Was mache ich damit kaputt? Ha! Abkürzung! Was ist das? Dan the Giga Chat. Von Sport wird man noch nicht erschöpft. Ernsthaft, ich muss nur... Ich muss doch nur hier die Treppe hochgehen und ich bin durch. Immer. Spiel entscheide ich. Kann ich das jetzt kaputt machen oder nicht? Da ist ein gelbes Zeichen dran. Okay, will nicht. Fitnessstudio. Oha.
So, erstmal machen wir den hier platt. Boah, was zur Hölle? Was? Die Leiche schießt gleich. Schießt? Ich krieg das auch allein hin. Nein, offensichtlich nicht. Sieh zu, dass du da rauskommst. Ja, komm. Oh, das ist ein blauer Geist. Kein Wunder. Ich hasse blaue Geister. Die sind voll meine Schwäche. Wunderbar. Noch mehr Spaß. Immer sofort neue Geister platt machen. Weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Ich hab hier was für dich. Ja. Hallo Raven. Auch dir einen schönen Sonntag. So. Und dann habe ich heute genau die Stargate-Folge gesehen, von der Nester gesprochen. Ah, super. Ist das echt Zufall gewesen, dass du dann genau die gesehen hast? Oder hast du die tatsächlich gesucht? Moment, da oben ist was. Ja, schon wieder so ein, ich glaube so eine Wilderer-Statue. Hier kann man... Sorry Leute, hier ist voll das krasse Screen-Tearing. Aber wieso können wir da nicht rein? Das hier sieht so aus, als ob man das zerbrechen kann. Aber es geht nicht. Also an deiner Stelle hätte ich ja ganz stumpf in YouTube-Suche einfach eingegeben, Bedeutung Stargate Wort Kree oder so. Keine Ahnung. So, okay, gucken wir mal. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Fass kann ich von hier aus nämlich nicht sehen. Ernsthaft, wie soll man das kaputt kriegen? Ernsthaft, ich soll von hinten darauf schießen, statt von vorne eine Explosion zu machen? Spielmechanik. Oh Gott. Flimflam Feuer, oh Gott. Aha, mein Kopf. Der Soldat. Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe auf dem Gelände des alten Marschlagers gefunden wurde. A giant chair is blocking your way. Oh, bitte nicht. So. Mordo, ich glaube, Odin ist hier. Odin ist hier. Ärger im Anmarsch. Aber von wo? Braucht da jemand meine Hilfe? Weiter geht's. Nee, ich sehe da noch nichts. Erstmal looten. Erst einmal looten! Okay, das kann ich noch nicht machen. Dann gehen wir mal da unten helfen. Ich bring sie um! Bist du das
Seeker, die Hexe. Ich reiß dir den Kopf ab! Boah. Was hat sie denn da gesucht? Oh! Oh Gott. Okay, wir müssen ihr helfen. Wir müssen da jetzt irgendwie schnell runterkommen. Hast du den jetzt verbannt oder was ist los? Ah, die Verbannerin, die für ihren Novizen gestorben ist. Ah, die Novizin der Hexe. Sei gegrüßt, Anthea. Ich habe viel von dir gehört. Ich auch. Tut mir leid. Nach meiner Rückkehr erzählte mir Ceridine, dass unser ach so armer Verbanner heimgesucht wird. Heimgesuchter Verbanner. Ja, sie ist eine Hexe. Komisch. Was? Sie kann sie sehen, weil sie tatsächlich eine Hexe ist. Ceridine wusste über Antheas Geist Bescheid? Natürlich. Er ist nicht besonders schlau, was? Wenn sie wusste, dass Anthea da ist, warum wollte sie nicht, dass du mir das sagst? Wie auch immer. Ceridine hat uns diese Information aus gutem Grund vorenthalten. Besser du traust ihrem Plan. Der Tod ist Teil des Lebens, Verbanner. Gerade du solltest das wissen. Sie wollte dir wohl nicht das Herz brechen. Nicht noch einmal. Du hast dich um ihn gekümmert. Ich danke dir. Sie wollte dir nicht das Herz brechen, nicht noch einmal? Ich bin eine brave Novizin. Ich tue, was man mir sagt. Bis gleich. Was war das, mit dem du gekämpft hast? Ding? Ach, er. Eine verdammte Nervensäge, das ist er. Bist du schwer verletzt? Ich hatte schon öfter Ärger mit dem alten Mooskopf. Ein paar Minuten Ruhe und ich bin wieder auf den Beinen. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Können wir helfen? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ein paar meiner Geisterjäger sind weg. Geisterjäger? So konnte Old Soul den Saum durchqueren. Den Saum? Den Saum, wo der Stoff der lebenden Welt auf den der Toten trifft. Ah, der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ganz wie du willst, Verbannerin. Ruh dich aus, kümmere dich um deine Wunden. Wie können wir die Geisterjäger wieder in Gang bringen? Der Zauber ist bereits ausgesprochen. Ihr müsst ihn nur noch entzünden. Seid vorsichtig. Der alte Mooskopf kann nicht weit sein. Ich werde mich ausruhen. Viel Glück. Viel Spaß. Ghost Faces. Okay, Dinge müssen wir anzünden. Guck mal, da ist ein Kolibri drauf. Also, was jetzt? Wir entzünden die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl. Wahrscheinlich, glaube ich. Die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl, okay. Soldat. Ach ja. Also wenn ich mal überlege, wie das so in letzter Zeit mit den Serien läuft, wo ich jetzt gerade deshalb wegen diesen Ghostfacers jetzt an Supernatural denken muss. Ach, das war schon richtig cool. Ich habe die Staffeln immer noch nicht weitergeguckt. Irgendwie. Ich habe es nur jetzt letztens bei Doctor Who mitbekommen, wenn eine Serie einfach zu lange läuft. Das macht dann gar keinen Spaß mehr zu gucken. Weil das dann halt nachher nicht mehr die Serie halt ist. Nicht verschickter Brief. 6. April 1636. Das Fort steht nach mehreren Tagen des Widerstands. In der letzten Woche gab es schnelle und heftige Angriffe entlang der Grenze. Die Wilden haben viele tapfere Soldaten getötet, aber wir bleiben stark. Die Eingeborenen dieses Landes sind sehr mutig und entschlossen. Als Soldat bewundere ich sie. Ich wünsche nur, sie würden verstehen, dass wir ihnen die Erlösung bringen wollen. Zweifelsohne werden sie die besten Christen sein, wenn sie unterworfen wurden. Späher berichten, dass sie in großer Zahl anrücken.
brauche Verstärkung und zähle auf die Teilnehmer aller Kolonien. Ach, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? One Piece hat exakt das gleiche Problem, finde ich. Es fühlt sich alles bei One Piece nur noch wie Filler-Folgen an. Damit es funktioniert, muss es halt immer absurder und absurder und absurder werden. Ich mag One Piece wie sonst was. Aber es läuft echt zu lange. Naruto war ein wunderbarer Abschluss. Es waren auch schon zu viele Filler-Folgen dazwischen. Aber Naruto hatte einen wunderbaren Abschluss und dann mussten sie mit Boruto kommen, okay? Dafür benötigen wir einen Schlüssel. Okay, Schlüssel suchen. Naruto war gut. Naruto war gut und ich bin froh, dass es nach der 700. Folge endlich zu Ende war. Aber zwischendurch waren es gefühlt 200 Filler-Episoden mindestens zu viel. Die Zeit ist auf meiner Seite. Guck mal, schon wieder so ein Odinsrabe. So, ach Gott, was geht denn ab? Ich liebe Supernatural, aber ich war froh, als nach 15 Staffeln dann ein Ende war. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte bis Staffel 12 geguckt. 11 oder 12 meine ich. Ein oder zwei Staffeln, nachdem die Geschichte mit Gott und seiner Schwester durch war. Ja, die letzten 400 Folgen von Shippuden waren fast nur Filler. Das stimmt aber auch. Wenn man den Manga liest, dann weiß man das sogar. Naruto hat einen wunderbaren Abschluss. Boruto-Zuschauer, hä? Ja, Boruto ist kacke. Es ist einfach nochmal Naruto, bloß nochmal neu klein. Die ganzen Charaktere konnten sich ohne Naruto nicht mal mehr die Schuhe anziehen. Und wo dann Rückblenden in Rückblenden kam. Ach, oh ja, das fand ich auch sehr, sehr schlimm. Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. So, entzünden wir mal die Feuer da. Mischt euch nicht ein, ihr Würmer. Doch. Halt den Schemen von der Leiche fern. Oh, dann zieh doch mal. Au. Au. Du verschwendest deine Zeit mit dem. Ja, da hast du recht. Ich bin immer noch hier. Oh, er war schneller. Fort mit dir. Dort, unser erster Geisterjäger. Wo? Na, irwisch infiziertes Unkraut. Ach, armes, das ist ein Geisterjäger. Ist auf meiner Seite. Verschwindet oder ich verschlinge euch. Er kann diese Dinger wirklich nicht leiden. Ja, okay. Wie kriegt man den Scheiß da weg? Weil das hier funktioniert nicht. Müssen wir hier händisch weitergehen, ne? Na super, das nützt uns auch erst was, wenn wir hier den Scheiß wegkriegen. Ernsthaft, ich dachte, das wäre so eine Rüberspringkante gewesen. Meine Freunde und Kameraden liegen um mich herum, sie sind alle tot. Die stille Kälte umgibt mich, ich starre auf das Wasser und denke an zu Hause. Wir waren einst so prächtig, jetzt sind wir
Futter für die Aasfresser. Wir hätten nie zu diesem verdammten Fort kommen sollen. Aber apropos zu lange Serien. Das gleiche ist ja auch mit Detective Conan, finde ich. Ich sehe einen Weg hindurch. Überlass das mir. Das ist besser als jede Kanone. Die haben ja halt einfach im Prinzip dann während der ganzen Laufzeit und Detective Conan dann sogar einen Soft-Reboot dann innerhalb der Serie gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. So. Okay, bringt es denn jetzt irgendwas Spezielles, dass wir das da unten freigehauen haben? Guck mal, das müssen wir kaputt schießen. Das müssen wir dann vielleicht von einer erhöhten Position aus machen. Als nächstes dran. Oder warte mal, ist es denn überhaupt... Ich kann sehen. Lass mich vorangehen. Achso, guck mal, ich kann hier gar nichts machen. Wenn ich in den Nebel reingehe, dann kann Red so gar nichts. Okay. Okay, okay. Gut zu wissen. Muss ich zusehen, dass wir irgendwo an einem Punkt kommen, von dem Red aus zielen kann. Boah, kann ich das wegsprengen? Kann ich das wegsprengen? Nice. Ich liebe das auch. Ist noch irgendwo etwas? Ich höre etwas, aber ich sehe es nicht. Ah, da vorne. Wie kommen wir denn da hin? Das hier kann ich erst machen, wenn ich den ganzen anderen... Wohl? Kann ich das jetzt schon machen? Verdammter Nebel. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Okay. Ich will nochmal zurück. Wir müssen erst da rechts hin. Okay, das ist ja auch immer noch. So, endlich. Flieht wie die Feiglinge. Ah, du sollst im großen zielen. Stirb, du Drecksau. Ihr seid als nächstes dran. Das Ding, das Seeker bekämpft hat. Wer glaubst du, war das? Sah aus wie ein Soldat. Vielleicht war das sein Vor. Ich hab's nicht vernünftig sehen können. So, jetzt ist halt die Frage. Kann ich das machen? Ihr seid als nächstes dran. Ich höre die Geisterfalle. So, was liegt denn hier? Ein paar Pilzchen. Kann ich drunter hindurch? Das kann ich jetzt aufschießen. Jetzt kann ich hier rüber und dann können wir auch hier das Geisterlicht anmachen. Nein. Brennende Geist. Einer noch. Wie einer noch?
Auf der Karte habe ich ganz viele davon gesehen. Ich frage mich, ob man den kaputt schießen kann. Ob das so ein bisschen wie in God of War ist. Oh, da ist er wieder. Ich glaube, das geht nicht. Nö. Das geht nicht. So, und wie kommen wir jetzt zu den anderen? Weil ich glaube, hier kommen wir gar nicht hoch, weil wir da noch nicht die Fertigkeit zu haben. Dann müssen wir erstmal wieder runter und die anderen anmachen. Kommen wir denn da hoch? Mit der Leiter wahrscheinlich, ne? Hallihallo! Hallihallo! Motorozora und Raiders! Schön, dass ihr da seid! Was habt ihr denn gezockt? Ich guck mal eben. Nein! Mein Stream Deck verlässt mich mal wieder. Danke, Modo, für den Shoutout. Mein Stream, da funktioniert nicht mehr. Was ist denn los? Was habt ihr denn Schönes gemacht? Food and Drink. Was habt ihr getan? Was habt ihr gegessen? Was habt ihr getrunken? Was habt ihr gekocht? Und hallo. Jetzt, oh Gott. Danke für den zweiten Shoutout. So, jetzt gucke ich erstmal. Hallo. Mary Kristall. Moin Mutter Zora. Und hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier gerade. Viele Nachrichten. Und Jimmy McLaw. Schöner Chaos Raid. Okay. Was war so chaotisch? Was hat die Motorzora gemacht? Und erstmal ganz kurz, wer mich noch nicht kennt. Ich bin Dan. Ich streame gerne ein bisschen Indie-Spiele, Rollenspiel, Survival und Horror. Und wer direkt mal zum Discord gehen will, da haben wir auch noch den Agent Penguin Master. Jugels und Kalle, wir decken ziemlich viel ab. Und ihr seid gerne willkommen. Motorzora hat gekocht zum St. Patrick's Day und redet gerne in der dritten Form. Oh, perfekt. Mit wem hat Motorzora da so Schönes gekocht? Und was gab es denn Feines? Ich habe schon gesehen, Makiken hat auch irgendwas Leckeres gekocht, aber leider habe ich es noch nicht so ganz gesehen, was. Und wir spielen gerade Banishers. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch schon mal bei Motorzora gezockt habt. Aber Kolonialzeit, Amerika, wir sind sowas wie Geisterjäger. So. Aber guck mal, das Feuer hier, das brennt doch schon. Das ist doch schon entzündet, ohne dass ich was gemacht habe. Ist auf meiner Seite. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. So, mit den Chaos-Keksen im Chat. Es gab ein Guinness Irish Stone. Boxed? Boxed Jab? Hab Banishers letzte Woche an. Ah, okay, gut. Da bin ich ein oder zwei Streams, glaube ich, dir vielleicht voraus. Also lass dich vielleicht nicht zu sehr spoilern. Aber ja, das Spiel macht super viel Spaß. Ich könnte den Weg frei machen. Ja, könnten wir gleich machen. So, aber wir gucken erstmal, was gibt's denn hier noch? War das? Ja. Okay, dann viel Spaß im Lurk und danke für den Raid, liebe Motorzora. Und habt noch einen wunderschönen Tag. Und genieß das, was ihr Schönes produziert habt. Komm, komm. Oh, jetzt habe ich auch Box. Mir muss jemand demnächst mal wieder einen schönen Guinness-Kuchen machen. Guinness-Kuchen ist ganz, ganz, ganz lecker. So, okay, man konnte runter und man konnte hier zur Seite.
So, das haben wir uns frei gemacht. Was haben wir denn hier? Was war das? Wolle. Guck mal, kann man da... Ah, da kann man hoch. Und hier auch. So, und da höre ich irgendwas. Irgendwie können wir dahin. Aber wie? Warte mal, warte mal. Nice. Zugang auf. Oh Mann, jetzt habe ich... Ah, ihr macht immer alle so leckere Sachen. Jetzt habe ich auch voll Bock da drauf. Ich kriege euch schon noch. Das sollte reichen. Ach, geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Eine verlorene Schlacht? Verrat? Deserteure in den eigenen Reihen? Wer weiß? Okay, wir sollten tatsächlich nur... Oh, wir sollten tatsächlich nur 2 von 3 Hexenjäger anzünden. Das finde ich ja ein bisschen schade. Also ich hatte mich jetzt eigentlich schon darauf vorbereitet, noch viel, viel mehr anzuzünden. Und das tun wir jetzt auch. Ah, hier kann man einfach wieder runter. Das wollen wir jetzt aber gerade nicht. No. So. War das? Ja. Wo ist hier noch was? Irgendwas ist hier. Aber was? Wo soll hier was sein? Hast du das gespürt? Es ist nah. Sie sagt da und es ist nah, aber wo? Hier können wir aber nur wieder runterspringen, dann sind wir aber vor den Mauern. Ah, wir haben eine Abkürzung freigemacht. Da, guck mal da, da schon wieder. Ich fühle mich so sehr wie in God of War. Und wir können diese Odinsraben nicht wegkriegen. Okay, keine Ahnung. Gehen wir mal wieder in die Mitte. Was sehen meine entzündeten Äuglein da? Loot, der durch eine Alpha-Wand geschützt wird. So, pack. Oh, voll daneben geschossen. So. Nice. Geht doch. Mal, das ist auch schon angezündet. So, die gute, die muss doch jetzt hier unten irgendwo dann wieder sein, oder? Die hat sich doch bestimmt keine 30 Meter weit weg bewegt. So, haben wir noch mal ein paar extra angezündet, oder? Hätte man hier an den Seiten noch irgendwo speziell hingehen können? Da ist der Geisterjäger auch schon an. Wo ist Sika denn? Ich sehe sie gar nicht. Sika ist verschwunden. Macht sie manchmal. Sie ist dort drüben. Was? Wo? Einfach zu sagen, sie ist dort drüben, es hilft nicht. Ich höre hier schon wieder einen Geister. Eine Geisterfalle, ja, ja, ja. Sind das dann tatsächlich in diesen Geisterfallen dann wirklich schon gefangene Seelen? Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein.
Ja und nein. Ich glaube, wenn ich mit ihr spreche, dann sind wir hier gleich erstmal weg. Gib mir einen kleinen Moment, ich will kurz hier an der Seite gucken. Hier ist alles versunken, ne? Der Sumpf hat sich Zeug wieder zurückerobert. Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Sind Hexen immer so begriffsstutzig? Oh, ich glaube nicht, dass bereit, ich das wofür? Eine Hexe tun sollte. Cyridin, ja, auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Cyridin, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht. Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ja. Es ist schon. Die Dialoge sind zwischendurch sehr krass. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herren sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Sind es Tattoos? Ich muss ja zugeben, wenn ich mal so drüber nachdenke, das könnte cool sein, ne? Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanner und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande, aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Cyridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Aber es ist halt die Frage, hätte man mehr über sie. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen, aber das werde ich nicht. Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Boah. Kann ich darüber sprechen? Ich will darüber sprechen, was da an der Seite ist. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Okay. Dann erzähl mir mehr. Dieser Old Soul, was will er? Störung, Blutvergießen, Cyridines Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Cyridin wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Das ist sehr selbstsicher. Willkommen auf Cyridins Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Cyridins Insel. Thank you.
Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort. Ich finde das Spiel schon richtig gut. Das kann inszenieren. Das kann Atmosphäre. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Eine Gabe. Aber was? Was ist das? Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whiz Beach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wovon das spricht. Es könnte dramatisch gewesen sein. Überall diese geisterliche Lichter. Boah, ey, die Entwickler, die haben einen großartigen Job gemacht, finde ich. Was so viel Welt, wie die hier gebaut haben, einfach nur zum Erleben. Ob ich dafür nachher Ärger bekomme? So, wir sollen dem Pfad bis zu einem schwarzen Teich folgen. Was ist das? Ich könnte sagen, ich versuche es, aber... Dafür ist mehr als reine Muskelkraft erforderlich, befürchte ich. Okay. Stellen wir uns dem anderen mal. Klimmen wir ganz langsam immer mehr diese Insel. Gott, ich sehe kaum was. Ein sicherer Hafen. Sollten wir einen Moment Ruhe benötigen. Okay, das machen wir doch mal ganz kurz.